Herzlich willkommen bei der Firma Euro von Kappacher in St. Johann. Freut uns sehr, dass wir heute Gastgeber sein dürfen. Für uns ist es ganz toll, dass wir vom Netzwerk Bildungsberatung heute bei euch sein können, weil wir natürlich immer wieder gerne neue und spannende Berufsfelder, vor allem aus der Technik, vorstellen. Und wir haben uns dazu heute auch spannende Gäste eingeladen. Einige sind hier, einige sind zugeschaltet und ich freue mich jetzt auf eure Vorstellung. Hallo, mein Name ist Christine Bauer-Kreche und ich bin vom BIBA Bildungsberatung. Hallo, mein Name ist Patrizia Huber und ich bin die Teamleiterin von unseren Lehrlingen. Hallo, ich bin Anna Nagel und ich bin Doppellehrling im Bereich Elektronik und IT im ersten Lehrjahr. Hallo, ich bin der Dio Mario und ich bin auch Lehrling bei Eurofunk und ich arbeite im Bereich der Softwareentwicklung. Hallo, mein Name ist Philipp Grabmüller, bin Abteilungsleiter im Bereich Field Service. Ja. Hallo, mein Name ist Johanna Schnell, ich bin Service Engineer, also im Bereich Service als Ingenieurin tätig. Perfekt. Dann haben wir auch noch zugeschaltete Gäste, der Wolfgang Blim vom Institut für Berufsbildungsforschung. Hallo Wolfgang. Hallo, schönen guten Morgen aus Wien. Freut mich sehr, dass ich heute mitmachen kann bei euch. Super, dass du dabei bist. Und den Raphael Riedler, der ist in der neuen Mittelschule Zell am See. Raphael, wen hast du mitgebracht? Hallo, auch von der neuen Zell am See. Wir haben da zwei Klassen im Raum sitzen. Wir setzen uns da rechts oben, zumindest bei uns im Bildschirm. Und wir haben die 4B und die 4C-Klasse. Sagen wir mal Hallo, oder? Hallo! Genau. Meine Frage wäre jetzt ein bisschen an die Klasse auch. Wer kennt den Eurofunk von euch? Also abgesehen davon, dass ihr irgendwie die Info heute bekommen habt, dass wir zugeschaltet werden. Wer hat vorher Eurofunk schon gekannt als Firma Eurofunk Kappacher? Ja, ganz vereinzelt. Sehen wir da eine Hand draufkommen? Das heißt, es ist nicht so wirklich groß bekannt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an unseren Produkten, die wir nicht an den Kunden direkt verkaufen. Was wir im Vorfeld gemacht haben, ist, wir haben euch ein bisschen einen Eindruck erstellt von der Firma, sind einfach mit dem Handy einmal durch die Firma durchgegangen, damit ihr euch ein bisschen einmal von den Räumlichkeiten anschauen könnt, wo wir da überhaupt sitzen, weil es gibt ein bisschen mehr als diese netten Stufen hier. Und da werden wir jetzt einfach mal den Film zuspielen, damit wir da sehen, wo wir uns da befinden, welchen Gebäude. Also auch bei uns jede Menge Schnee, natürlich. Es gibt relativ viele Stiegen auf und ab. Da sieht man ein bisschen die Produktion. Da wird eifrig gelötet, da werden Platinen hergestellt, da werden Kabel gefertigt. Also da geht es wirklich um elektronische Bauteile und die Elektronik, die da einfach so gefertigt wird bei uns im Haus. Das sind alles sehr sensible Teile. Da sieht man so ein bisschen den Testraum. Wir müssen die Dinge auch ausprobieren, bevor wir sie beim Kunden reinspielen. Da haben wir so einen Besprechungsraum im Blick. Und da sieht man dann, wir haben verschiedene Themen, also Australien zum Beispiel und Ähnliches. Also da geht es darum, dass man einfach da ein bisschen die Gedanken durcheinander wirbelt, wenn man jetzt da ein bisschen eingefahren ist und in einem Problem sitzt, dass man da auf neue kreative Ideen kommt. Es sind 3 Gebäude bei uns insgesamt. Also es sind ja doch sehr viele Mitarbeiter, fast 500. Und da sieht man jetzt unseren Programmierlehrling. Der darf Roboter spielen. Warum das? Beim Programmieren kann man einfach ganz gut üben. Wenn der Roboter falsch programmiert ist, dann fährt er nicht so schön dieser Linie nach, sondern fährt dann einfach im Kreis herum. Unser neuer Tisch, der lässt runterfahren. Also da kann man mit Gestensteuerung einiges machen. Und die Lehrwerkstatt, wo auch fleißig gearbeitet wird. Da gibt es die Möglichkeit, auch einiges durchzutesten, zu lernen. Und im Playground, da ist so der Aufenthaltsraum, wo man sagen kann, ja, da zieht man sich ein bisschen zurück in den Pausen, in der Mittagspause, am Feierabend kann man vom Airhockey spielen, über Wii oder natürlich auch Skirennen schauen. Kantine ist auch ganz wichtig, manche sagen der wichtigste Raum in der ganzen Firma. Und wir haben natürlich auch Powernapping-Räume, so Ruheräume, damit man einfach wieder mal Energie tanken kann. Sind wir mitten im schönen St. Johann gelegen.
Und ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen einen Eindruck gewonnen, wo wir da zu Hause sind zum Arbeiten. Und damit nicht nur ich oder die Ausbilder was dazu sagen, haben wir auch direkt die eingeladen, die euch wahrscheinlich am meisten betreffen, Jugendliche in eurem Alter, die auch vor kurzem vor der Entscheidung gestanden sind, was sie machen sollen. Und da haben wir die Ladies First, die Anna natürlich und den Mario heute dabei. Und die werden euch ein bisschen was erzählen zu ihren Lehrberufen und dann natürlich auch eure Fragen beantworten. Und ich glaube, du hast auch ein paar Fragen an sie, was sie denn so machen. Ja. Anna, du machst ja die Doppellehre im Bereich Elektronik und IT. Genau. Du bist im ersten Lehrjahr. Erzähl mir ein bisschen, wie schaut so ein, was sind deine typischen Aufgaben? Also es kommt immer auf die Abteilung selbst drauf an. Wir haben manchmal eben eine Rotation drinnen. Mhm. Alle zwei Monate tauschen wir die, also wechseln wir die Abteilung halt. Und da haben wir halt dann immer andere Aufgaben natürlich. Es kommt vom Planzeichnen bis zum Computer auseinanderschrauben, zum Zusammenbauen. Mhm. In manchen Abteilungen programmiert man immer. Und dann gibt es immer noch die Produktion. Da lernt man eben das Klöten und wie man die Platinen bestückt und eben auch in Tischbau selbst. Ja. Warum hast du für diese Lehre entschieden? Weil ich mir gedacht habe, also Technik ist, interessiert mich sehr und es ist halt auch eine Zukunft in Sicht. Man hat mit dem Beruf viele Möglichkeiten in nächster Zeit und ja. Mhm. Das war eigentlich der Hauptgrund. Mario, darf ich dich fragen? Du bist jetzt schon im vierten Lehrjahr, du machst IT-Informatik. Mhm. Was war dein Grund, dass du diese Lehre machst? Ja, eigentlich auch ähnlich. Also ich habe mich immer schon für Technik und Computer und so interessiert. Mhm. Und dann bin ich also das erste Mal direkt beim Eurofunk beworben und dann war ich schnuppern. Und dann habe ich gleich gewusst, dass das, dass mir das ist, was ich machen möchte. Und dann hat es Gott sei Dank funktioniert. Mhm. Von den Aufgaben her, was gefällt dir am besten, was du machst? Also bei uns ist es ein bisschen anders. Wir rotieren nicht durch. Wir sind die ersten 2 bis 3 Jahre in einer Abteilung, wo wir halt ausgebildet werden. Mhm. Weil das Programmieren dann doch, da braucht man halt dann mehr Zeit und so. Darum ist man da immer in einer Abteilung. Mhm. Und dann, wenn man halt bereit ist quasi, kommt man dann in eine fixe Abteilung. Und ich bin da eben im Servicebereich wo drinnen und kann das kurz erklären, wie das ausschaut. Jetzt, wenn zum Beispiel der Kunde in der Software einen Fehler hat, dann wendet er sich halt an uns und meldet den Fehler. Der wird dann bei uns durchgereicht durch Kategorien und bla bla bla. Und dann, wenn er halt bei mir ist zum Beispiel, dann schaue ich mal, okay, in welcher Komponente von unserer Software ist der Fehler, also von der Leitstellensoftware. Wenn ich weiß, wo der Fehler liegt, dann muss ich mir eine Lösung überlegen, das dann einbauen. Und quasi, wenn der Fehler dann behoben ist, dann kommt die eine neue Version zum Kunden. Okay, aber das vielleicht jetzt auch für die Schüler vor Ort. Ihr macht ja Leitsysteme. Genau. Kannst du kurz erklären, was es ist und für wen das ist? Mhm. Also das ist für, wenn du jetzt einen Notruf machst, egal ob das jetzt Polizei oder Feuerwehr ist, dann gibt es da eben so eine große Leitstelle, wo halt mehrere Disponenten sind. Das sind die Leute, die halt bei den PCs dabei sitzen und telefonieren. Die das verdienen. Genau, und die machen dann zum Beispiel einen Einsatz und schreiben, wo das ist, alarmieren dann so Einsatzfahrzeuge, dass die dann da hinfahren. Und das ganze System, wie das halt läuft, das ist halt durch uns gemacht, also die Software. Okay, und wenn da irgendwo ein Fehler ist, genau, dann programmierst du das neu? Oder genau, oder der Servicebereich ist jetzt nicht neu. Aber okay. Das wird dann zu uns eingemeldet. Wir schauen dann, wo ist der Fehler und dann schauen wir, dass wir eine Lösung finden und das beim Kunden dann beheben. Mhm. Und Anna, was ist dein Bereich da bei diesem Leitsystem? Was wirst du da mal machen oder was macht ihr da? Also jetzt gerade machen wir die Tisch selbst, also in der Abteilung, wo ich jetzt bin. Das ist eben die Werkstatt sozusagen. Wir bauen halt auch die Tisch zusammen. Wir schauen, dass, also wir kriegen ja immer die Aufträge von den Kunden her. Jeder will einen anderen Tisch haben und wir passen halt das dann eben an diesem. Okay. Gut. Wir haben gesehen, ja, beim Üben, ihr seid jetzt in der Lehre, das heißt, ihr müsst das alles lernen. Und da arbeitet ihr mit ganz teuren Materialien, habe ich gesehen. Wie ist denn das da so für euch? Ja, sicher, man hat eine Verantwortung dafür. Aber es ist halt
man übt das an, natürlich auch an Probeteilen vorher, bevor man an die Kundengeräte drohen darf. Mhm. Und also so ist halt im ersten Jahr ja mal. Und dass man eben nichts hinmacht. Ja. So als jetzt so ganz wertvoll ist. Ja. Okay. Maria, du musst ja praktisch, oder ihr müsst gezählt Schule, also in die Berufsschule und müsst auch parallel arbeiten. Wie läuft das so ab für euch? Ja, also die Berufsschule ist eine nette Abwechslung zur Arbeitswelt, sage ich mal. Aha, okay. Und ich finde es eben gut, weil es gibt ja die zwei Möglichkeiten, dass man entweder durchs ganze Jahr durch einen Tag in die Berufsschule fährt oder eben geblockt die zwei Monate. Mhm. Und ich finde es ja gut, dass es bei uns so ist, dass man halt die zwei Monate hat, weil dann kann man sich auf die Schule konzentrieren und muss nicht immer zwischendurch arbeiten. Weil die Berufsschule ist eben, wie gesagt, eine nette Abwechslung zur Arbeit. Mhm. Wie empfindest das du? Ich habe bis jetzt keine Berufsschule gehabt. Ich habe erst noch im Mai und im Juni. Mhm. Aber so, ich freue mich schon auf die Berufsschule, weil es halt echt, wie er gesagt hat, eine Abwechslung ist. Mhm. Mhm. Ja, dann würde ich, du hast ja nicht mehr lang, ja. Was jetzt im vierten Jahr ist. Was ist denn da so dein Plan? Was möchtest du denn gern? Genau, also ich habe das schon mit der Abteilung abgesprochen, also da werde ich auch übernommen. Also ich bleibe in der gleichen Abteilung wie jetzt. Dankeschön. Und da werde ich weiterarbeiten als Softwareentwickler. Als Softwareentwickler. Ja. Und du hast zwar nur 3 Jahre, aber was ist da so dein Ziel? Wo siehst du da mal so, wenn du deine Lehre fertig hast, wo möchtest du gern hin? Ja, also das ist jetzt eine schwarze Song in welcher Abteilung, da sind wirklich viel. Bis jetzt war ich in 2 Abteilungen. Mhm. Aber mein Ziel war halt auch, dass ich eben in der Firma übernommen werde und immer da weiter meine Karriere aufbauen kann. Mhm. Gut. Ja, ich denke, es sieht gut aus mit dem Übernehmen. Das Ziel ist ja natürlich auch, dass wir euch nicht nur ausbilden, sondern dass wir euch auch übernehmen. Und das gelingt uns eigentlich bei fast allen Lehrlingen, dass wir sie auch halten können, auch langfristig. Jetzt haben wir ein paar Fragen schon gehabt. Ich würde sagen, es sind ja auch einige Fragen vorbereitet worden. Und da würden wir uns natürlich jetzt freuen, wenn wir da direkt die Fragen von Zell am See mal live durchschalten können. Und wir werden dann schauen, wer der Experte dafür ist, um die Frage zu beantworten. Das ist, glaube ich, unser Stichwort. Wir haben da schon 20 Minuten gelauscht, so ein paar Sachen erfahren. Und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Frage bei den Schülern und Schülerinnen da in Zell am See aufgetaucht ist. Meine Frage ist, was habt ihr für Fragen? Eine Frage stellen. Habt ihr das verstanden? Hört ihr uns? Okay. David, ich glaube, der Marcel ist schon geschalten. David, ja, jetzt hören wir euch. Habt ihr die Frage verstanden? Nein, leider nicht. Wenn du es uns nochmal kurz wiederholen könntest. Ja, gerne. Gerne. Junge Mann, bitte. Ist die Firma börsennotiert oder ist der Gang an die Börse geplant? Das beantworte ich vielleicht. Also wir sind nicht börsennotiert. Es ist auch nicht der Gang an die Börse geplant, auch nicht der Verkauf nach China. Wir sind ein Familienunternehmen. Es gehört dem Herrn Kappacher und dem liegt viel daran, dass das auch noch viele, viele Jahre so bleibt. Also da sind wir nicht an der Börse notiert. Danke. Die nächste Frage, ich glaube, die junge Dame hat die Hand oben gehabt. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma? Wir sind jetzt knapp über 500 mittlerweile, also wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und wir möchten natürlich auch weiter wachsen. Danke. Nächste Frage, ja, bitte. Sind Sie im Ausland aktiv? Ausland? Ja, wir sind auch im Ausland aktiv.
vor allem in Deutschland, das ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber wir sind auch in Holland, wir sind in Belgien, wir haben auch ein Projekt im Oman und auch im Oman war ein Lehrling schon mit dabei, das Projekt aufzubauen. Nicht im ersten Lehrjahr, keine Angst, also der war schon im dritten Lehrjahr, aber da sind wir sehr viel auch im Ausland immer wieder unterwegs. Gibt es vielleicht eine Frage direkt an die Lehrlinge von jemandem von euch, die jetzt ein bisschen erzählt haben? Ja. Jetzt haben wir leider wieder nichts gehört. Probieren wir es nochmal. Was ist das Coolste? Was das Coolste im Lehrberuf ist, ist das die Frage? Ja. Was ist das Coolste im Lehrberuf? Das müsst jetzt ihr beantworten. Ja, also es ist einfach die Abwechslung im Beruf. Die Doppellehre hat man halt die Rotation im Jahr und man lernt halt jede Abteilung immer kennen. Das ist cool. Und in der Softwareentwicklung ist halt cool, dass sich die Technik eigentlich täglich weiterentwickelt und es gibt halt immer neue Sachen zum Lernen und der schaut vielleicht für manche am Anfang irgendwie fad aus, so hunderte Zeilen von Code, aber wenn man es versteht und dann ist es wirklich cool, weil es halt immer was Neues gibt und man lernt halt da nie aus. Ja, weitere Fragen? Ja, bitte. Gibt es in der Kantine? Wir können leider nur raten, weil es ein bisschen abgehakt ist. Und wir raten einmal, gibt es auch ein Mittagessen bei uns in der Kantine? Ja, wir wiederholen die Frage nochmal. Gute. Es ist die Verbindung relativ schlecht. Wenn du ein bisschen weiter vorgehst und uns die Frage bitte nochmal wiederholst. Mhm. Der junge Herr hat gefragt, gibt es ein gutes Essen in der Kantine? Ich sage mal ja, aber was sagt ihr dazu? Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder so bei Gourmet heißt das, so Speisen bestellen und die werden dann warm gemacht. Oder man kann auch von nahegelegene Pizzeria oder so kann man bestellen. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man essen kann. Für euch auch okay? Ja. Also, ah ja, beim Fragenstellen bitte ein bisschen weiter zum PC kommen, dann ist es akustisch besser. Also vielleicht die Schüler zu dir holen, dann verstehen wir dann auch die Frage gleich auf Anhieb. Super. Wer hat noch eine Frage? Bitte, kannst du kurz aufstehen? Wie viele Lehrlinge ehrlich angestellt? Wie viele Lehrlinge angestellt sind? Momentan haben wir 32 Lehrlinge und 7 davon sind eben im Bereich der IT-Informatik und der Rest, Großteil, sind Doppellehrlinge. Du willst wissen, wie viele Jahre eingestellt werden, ja, oder? Also wie viele im Jahr eingestellt werden? Ah, wie viele im Jahr eingestellt werden? Entschuldigung, das haben wir leider akustisch nicht so verstanden. Das variiert immer. 2019 werden wir 8 neue Lehrlinge einstellen. Heuer hatten wir 10 neue Lehrlinge. Mhm. Welche weiteren Fragen? Bitte, komm zu mir. Welche Computermarken haben Sie in der Firma? Welche Computermarken wir in der Firma haben? Worauf arbeitest du? Auf Lenovo, Fujitsu haben wir noch, Dell gibt es viel, HP, das sind so die 4 Hauptmarken. Geht uns noch ab? Ich glaube, also die großen Hauptmarken. Ja. Okay. Okay. Ich glaube, 2-3 Fragen gehen Sie hinaus. Ja, bitte, junge Dame. Komm, einfach dann daherstellen und am besten in die Kamera schauen. Kann man bei Ihnen also Überstunden machen? Überstunden? Ja, da fragst du jetzt den Richtigen. Ja, also es kommt ein bisschen auf die Position drauf an. Also ich mache Überstunden. Als Lehrling schaut die Welt ja ein bisschen anders aus. Vielleicht sagt die Patrizia dazu, wie es bei den Lehrlingen ausschaut. Bei den Lehrlingen ist es so, wir dürfen keine Überstunden anordnen, aber man darf freiwillig wirklich Überstunden auch machen. Bei uns ist es aber dann so, dass die Überstunden dann auch wieder als Zeitausgleich genommen werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Montag bis Mittwoch insgesamt 3 Stunden länger gearbeitet habe, gehe ich dann zum Beispiel am Freitag dafür zum Mittag nach Hause. Vielen Dank. Ja, gerne. Gut.
Vier, fünf Fragen nehmen wir noch. Bitte, komm, einfach herstellen und dann zur Kamera schauen. Hat man Aufstiegschancen? Hat man Aufstiegschancen? Das ist eine gute Frage. Ja, also man kann sagen, man hat wirklich aus jeder Position Aufstiegschancen, auch als Lehrling wirklich. Wir haben wirklich Lehrlinge, die bei uns die Lehre begonnen haben und mittlerweile Teamleiter sind, Abteilungsleiter oder auch im engeren Führungskreis sitzen. Also da hat man wirklich alle Möglichkeiten. Und nicht zu vergessen, unser Eigentümer hat ja auch mal mit Lehre begonnen, der Herr Kappacher. Ist zwar schon, das sagen wir jetzt nicht, wie viele Jahre es her ist, es ist schon länger her. Okay, danke schön. Bitte. Wie viele Stunden arbeitet man in der Woche? Wie viele Stunden in der Woche? Als Lehrling 38,5 Stunden. Okay, danke. Schnell beantwortet, alles klar, cool. Bitte, die nächste Frage. Zwei Fragen gehen sich noch aus. Wer traut sich? Wir beißen nicht. Und selbst wenn, sind wir nur online zugeschaltet. Also. Es ist eine Online-Frage da. Mich würde interessieren, wie lange es braucht, bis ihr Lehrlinge findet und welche Aktivitäten hier gesetzt werden und wurden, um Lehrlinge zu finden. Okay. Also generell ist es so, wir starten unseren Recruiting-Prozess immer im Herbst. Das heißt meistens mit Anfang September, mit Schulbeginn, schreiben wir die neuen Lehrstellen aus und suchen dann bis Ende Jänner. Da läuft unsere Bewerbungsfrist dann aus. In der Zwischenzeit setzen wir dann verschiedene Steps. Also es gibt dann eben einen Auswahlprozess, wo man schnuppern kommen kann, wo man ein Vorstellungsgespräch hat, wo man einen Eignungstest hat und daraus wählen wir uns dann eben unsere Lehrlinge. Mit spätestens März sind unsere Lehrstellen dann fix besetzt. Gut, genau. Dann hätten wir noch eine Online-Frage. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen rausscrollen. Genau, da schreibt eine junge Dame, mich würde interessieren, welche Rolle die Eltern in der Berufswahl gespielt haben. Sind die Jugendlichen selber draufgekommen oder hat sie jemand motiviert? Mama besonders oder Papa? Vielleicht mag wer dazu was erzählen, wie die Diskussion zu Hause laufen. Ja, ja. Wie stark waren die Eltern? Also ich habe da eigentlich keine Einschränkung von meinen Eltern gekriegt. Ich bin halt zum Beispiel zur ISTA gegangen, das ist eine Veranstaltung in St. Johann, wo halt mehrere Lehrbetriebe so kleine Stände machen. Und da bin ich eigentlich direkt hingegangen und habe mich dann eben direkt schon angemeldet. So habe ich das halt gefunden. Und meine Eltern haben da nie irgendwie was gesagt, was ich machen soll. Oder haben mich einfach da unterstützt bei dem, was ich halt gemacht habe. Und bei dir, Anna? Bei mir war es eigentlich genau gleich. Ich habe schnuppern da vorher mal. Und meine Eltern haben mich voll unterstützt dabei. Sie sind stolz auf das, dass ich als Mädchen einmal in der Technik bin. Und ja, das war eigentlich, sie haben mich überall unterstützt. Ja, fein. So soll es sein. Sollen wir nochmal in die Klasse, zur Klasse schalten, ob da noch Fragen offen sind? Ich bin noch dran. Bitte, wir haben noch eine Frage. Bitte. Welche Eigenschaften soll man für diesen Beruf mitbringen? Das ist eine sehr gute Frage. Generell ist es uns sehr wichtig, dass wir motivierte Lehrlinge haben, die Spaß am Lernen haben, die Spaß an der Technik haben. Und ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Voraussetzungen. Alles andere kristallisiert sich dann im Laufe des Bewerbungsprozesses heraus. Ja, dann sagen wir mal, es gibt eine Frage vom jungen Herrn. Geht sie nur eine aus? Ja? Eine geht sie aus, ja. Wir haben noch eine Minute Zeit. Super. Wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Ja, eben durch so Veranstaltungen, wie vorher gerade erwähnt, die ISTA. Und der Eurofunk ist eigentlich bei uns in Bongau relativ bekannt. Eben genau, weil es eben ein großes, erfolgreiches Unternehmen ist. Und ja. Und bei dir? Ich bin durch Familienmitglieder eben draufgekommen. Und weil derjenige, weil man so viel zuschaut, für den wir bin ich dann auch auf die Firma gekommen. Hat er gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht.
Ja, sehr gut. Okay. Dann vielen Dank einmal an die Schulklasse auch. Jetzt waren ja schon ein paar Fragen so allgemein. Vielleicht können wir da noch ein paar allgemeine Dinge auch ein bisschen klären zur Lehrlingsausbildung. Und da haben wir unsere Lehrlingsausbilderin, unsere Lehrlingsbeauftragte da. Seht ihr die eh gut? Ja, wunderbar. Muss man ein bisschen auf den Monitor schauen, dass wir dich gut im Bild haben. Und ja, du machst das ja schon einige Zeit jetzt. Was ist ein Lehrlingsbeauftragter eigentlich? Das klingt recht spannend. Also generell ist es bei mir so, dass ich unsere Lehrlinge koordiniere. Ich suche unsere neuen Gesichter. Ich begleite sie dann wirklich in der Anfangsphase, dass sie wirklich die ersten Wochen, Monate und auch bevor das Ganze beginnt, auch einen guten Start dann hinlegen können und wirklich quer durch die ganzen Jahre hindurch. Das heißt, ich kümmere mich vorwiegend ums Organisatorische. Das heißt, dass die Rotation geplant ist, dass du immer eine gute Abteilung hast oder auch du natürlich. Wir haben auch eine interne Lehrwerkstätte, dass wir hier das Kursprogramm planen und gut durchführen können, dass die Ausbildungspläne eben aktuell sind, dass wir uns neue Ziele setzen können, dass wir etwas Neues reinbringen können. Aber auch allgemeine Sachen wie jetzt zum Beispiel Teambuilding, dass wir mal gemeinsam in den Kletterpark fahren oder sonstige tolle Sachen machen oder auch einen Gesundheitstag planen oder wie es eben jetzt auch nächste Woche oder diese Woche ist, unsere Jahresabschlussfeier. Also klingt nicht so, als ob man es nebenbei machen könnte. Ist schwierig, genau. Die fachliche Ausbildung gebe ich ja auch wirklich bewusst ab. Also habe ich in jeder Abteilung meine Fachausbilder, die dann wirklich sich darum kümmern, dass dann das richtige Wissen auch gut ankommt. Darf ich da vielleicht einhaken? Welche Lehrberufe bildet ihr insgesamt aus? Also generell eben die Doppellehre im Bereich der Elektronik und der IT. Ja. Hier kann man aber auch diese Lehrberufe als Einzellehrberuf bei uns absolvieren und eben den IT-Informatiker, der ab sofort ja dann der Applikationsentwickler Coding ist. Genau. Das und ist neu. Alle 3 bis 4 Jahre haben wir auch noch einen Elektrotechniker. Einen Elektrotechniker. Genau. Okay. Welche Anforderungen stellt sie an die Lehrlinge? Du hast gesagt, Motivation genau, ist sehr wichtig, genau. Aber welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen sind euch wichtig? Ja, also generell, wir schauen natürlich auch auf Zeugnis, aber nicht nur. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie Mathematik, Physik, Chemie, das sind vielleicht jetzt nicht immer so die Standard-Lieblingsfächer, aber hier braucht man einfach ganz, ganz viel eben in den Lehrberufen. Und es ist ganz wichtig, dass sie gern Tüftler sind. Das braucht man wirklich in beiden Bereichen. In der Doppellehre ist es auch wichtig, dass man handwerklich geschickt und begabt ist. Und bei unseren Informatikern ist es ganz, ganz wichtig, dass man gern Rätsel löst, dass sie wirklich die Tüftler und die gern logisch denken und arbeiten. Und wie erkennt ihr das, ob das jemand mitbringt? Da kommt eine junge Dame, ein junger Herr zu euch. Wie findet ihr das heraus? Also wir haben eben unterschiedliche Veranstaltungen, zum Beispiel einen Lehrlingsinfo-Nachmittag oder auch den Coding Club, wo man zu uns ins Haus kommen kann und sich das Ganze mal praktisch anschauen kann. Ja. Und wie ich vorher auch schon gesagt habe, beim Auswahlprozess haben wir unterschiedliche Schritte. Das heißt eben, sie sind mal 2 Tage bei uns zum Schnuppern da, wo wir sie wirklich auch genau ihnen auf die Finger natürlich auch schauen, wo wir sie kennenlernen können, wo sie auch uns kennenlernen können, auch ganz besonders wichtig. Ja. Und eben Vorstellungsgespräch, da holen wir uns auch immer die Eltern mit rein, dass wir auch den Kontakt zu den Eltern haben. Okay. Und ja, das ist einfach wirklich eine lange Zeit, über die wir die neuen Gesichter schon kennenlernen können. Und da können wir einfach wirklich eine gute Entscheidung für uns dann treffen und auch für die Jugendlichen, wer zu diesem Lehrberuf passt und der auch zu uns passt. Okay. Gibt es da eigentlich, habt ihr da Instrumente, bestimmte Instrumente zur Unterstützung? Ja, wir haben natürlich Selbstentwickelte, wir arbeiten aber auch mit der Wirtschaftskammer zusammen, eben bezüglich des Eignungstests. Genau. Gut. Wie läuft dann diese Einarbeitungszeit ab? Also, die ersten Wochen. Genau, die ersten Wochen. Die ersten, also generell bekommen die neuen Lehrlinge mal einen kurzen Brief, damit sie vorab schon mal wissen, was in den ersten Wochen passiert. Mhm. Am ersten Tag verbringen meistens wir beide dann auch den Tag mit den Lehrlingen. Da geht es mal ums Kennenlernen und mal schauen, wer sind denn die anderen, in welche Gruppe bin ich denn jetzt gelandet? Und dann gibt es auch schon die Arbeitsmaterialien. Das heißt, unsere Doppellehrlinge kriegen einen Werkzeugkoffer in die Hand, da wird einmal alles beschriftet und mal geschaut, was habe ich denn jetzt überhaupt alles. Mhm. Unsere Programmierer kriegen natürlich einen speziellen Laptop natürlich mit allem drum und dran. Da
Da gibt es dann nochmal einen dreiwöchigen Programmierkurs, damit man mal weiß, okay, was gibt es denn überhaupt? Wie ist denn das mit dem logischen Denken? Wie sage ich diesem Computer, was ich von ihm haben will, dass er auch das macht, was ich möchte? Das braucht man ganz am Anfang. Weil vor allem, wenn man vorher noch nichts damit zum Tag gehabt hat, ist das, braucht es seine Zeit, damit man so in das Denken reinkommt. Genau. Und bei den Doppellehrlingen haben wir natürlich auch viel fachlichen Inputs, aber wir schauen, dass wir dann wirklich spätestens in der zweiten Woche dann schon mal losstarten in die erste Abteilung, dass man in den ersten 3 Monaten mindestens 2 unterschiedliche Abteilungen schon mal kennenlernen kann. Okay, also ihr kriegt so richtig einen Einblick in die Abteilungen, also in deinem Fall in die Abteilungen. Und wie steht da ein erfahrener Mitarbeiter immer zur Seite? Natürlich. Wie funktioniert das? Natürlich. Also wir haben immer in jeder Abteilung unsere Ausbilder, die dann wirklich die Ansprechpartner sind, sage ich jetzt mal direkt vor Ort. Und ich bin einfach rundherum ein bisschen die Mama, um zu schauen, dass alles passt. Ja, schön. Da war noch eine Online-Frage. Was bedeutet Coding? Coding heißt eigentlich die Programmierung von Programmen, klingt jetzt blöd, oder von Software. Das heißt, kann man sich jetzt mal vorstellen, wir arbeiten mit Word, PowerPoint, Excel zum Beispiel. Das wären Programme, die man wirklich dann entwickeln kann, die man von Anbeginn mitgestalten kann. Gut, vielen herzlichen Dank. Gerne. Genau, jetzt dürfen wir die nach vorne bitten, die schon ein bisschen länger bei uns sind, damit wir einfach auch nicht nur diejenigen, die gerade in Ausbildung sind, euch vorstellen können, sondern dass ihr auch ein Bild machen könnt. Wie ist das eigentlich, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist? Welche Wege führen dazu? Alle reden vom Facharbeitermangel. Wir haben Facharbeiter da. Wie seid ihr zu Facharbeitern geworden? Wir haben jetzt da so ein bisschen im Gespräch einfach mal klären und fangen wieder mit der Dame an. Genau. Ist die Johanna Schnöll. Freut mich, dass du zur Verfügung stellst. Was ist deine Positionsbezeichnung? Also meine Positionsbezeichnung ist Service Technology Engineer. Also im Grunde bin ich Ingenieurin im Servicebereich selber. Mhm. Und von meiner Tätigkeit her. Genau, was machst du? Also im Grunde bin ich die zentrale technische Ansprechstelle eben für Support-Mitarbeiter. Also für den First-Level-Support, für den Second-Level-Support und auch für die Servicetechniker, die was vor Ort sind. Also das heißt, wenn jetzt ein Problem auftaucht, was nicht vom Support gelöst werden kann, kommen die zu mir, also entweder telefonisch oder auch eben durch unser Ticketsystem, was wir eben haben. Und ich versuche oder ich löse dann eigentlich das Problem und ja, analysiere das eben genauer und ich muss halt dann auch abschätzen können, ja, ist das jetzt ein Fehler in der Software oder ist das einfach nur ein Konfigurationsfehler? Okay, darf ich nur mal zum Verständnis? Ja, sicher, ja. Also das muss man sich das so vorstellen. Ich habe so dieses Leitsystem und das gehört zum Beispiel zu einer Polizeistation. Genau. Und dann haben die da irgendein Problem und dann rufen die bei euch an. Genau. Genau, und was passiert dann? Dann versucht wer das zuerst? Genau, also es ist so, dass eben wir als erstes so ein Ansprechpartner haben, das ist eben der First-Level-Support. Genau. Der versucht es eben mit ganz einfachen Mitteln sozusagen das zu lösen, also durch Neustarten oder einfach, also sie gehen noch nicht in die Analyse rein. Aber wenn sie einen Techniker oder einen Techniker brauchen, dann bist du an der Reihe. Dann bin ich an der Reihe und ich muss dann auch entscheiden, okay, kann ich das jetzt von der Ferne lösen oder brauche ich einen Servicetechniker, der was hinfährt, damit ich ihn unterstützen kann. Okay. Und auch die Abschätzung, also ist das jetzt ein Konfigurationsfehler, also kann man das jetzt sofort lösen oder muss man zur Entwicklung gehen und mit denen eben drüber reden, so, also okay, muss man an der Software was basteln oder kann man das eben so lösen? Genau, also ist es eher eine kleinere Sache, die man jetzt direkt mit Fernwartung oder wie man das genau, also über Fernwartung funktioniert kann, das oder Ganze ob wirklich dann eine neue Lösung geschafft werden muss. Gut. Möchtest du ein bisschen erzählen, was so dein beruflicher Werdegang war, wie du praktisch zu dieser Position jetzt gekommen bist? Also ich habe eine Lehre als Kommunikationstechnikerin gemacht, eben bei einer Firma in Salzburg draußen. Mhm. Da war aber mein Bereich oder halt mein, also für was ich tätig war, eben mehr Elektronik und Software. Mhm. Und als ich jetzt eben jetzt bei Eurofunk angefangen habe, habe ich mich ein bisschen umstellen müssen. Also ich habe einen neuen Bereich dazu bekommen, also Kommunikationstechnik wirklich, also Funk und Telefonie und auch IT. Ja. Und das habe ich dann eigentlich eben ein bisschen aufstocken müssen. Also
einerseits eben durch interne Schulungen, was eben von Eurofunk anboten wird. Also auch IT-Technik habe ich eben da ziemlich viel nachlernen müssen, weil ich das eben noch nicht so direkt gehabt habe. Ich meine, die Lehre ist eine sehr gute Grundlage an und für sich, aber man muss immer dazu lernen. Also wenn man als Techniker, also einerseits eben bei Learning by Doing, also wirklich, dass man ausprobiert sozusagen, aber auch eben mit Hilfe von den Kollegen, also die unterstützen einen auch immer so gut, wie es eben geht und eben durch die Schulungen von Eurofunk, also dass man wirklich mit dem System auch in Berührung kommt. Und bei mir war halt eben der große Vorteil, dass ich eben im Fachbereich angefangen habe. Das heißt, ich war eben wirklich als Technikerin vor Ort bei dem Kunden und habe eben Leitstellen aufgebaut und habe eben mitbekommen, also von der Planung bis zur Inbetriebnahme, wie eben das Ganze abläuft. Und das hat dann schon Vorteile, eben auch dann, wenn man wirklich im Fachbereich dann selber arbeitet und eben für den Support dann eigentlich der Ansprechpartner sein muss. Wenn sich jetzt da draußen wer überlegt, mal sowas möchte ich auch gerne machen wie du, was sagst du, welche Fähigkeiten muss da jemand mitbringen? Ja, eben zuerst einmal das Interesse an der Technik, also dass man eben sich in sowas wirklich reintigert sozusagen, also wir haben dann eben halt analytische Fähigkeiten, was man braucht. Und ja, eben das logische Denken ist eben auch wichtig. Das heißt eben, wie die Patricia eh schon gesagt hat, also wenn man gern Rätsel löst oder grundsätzlich sich in Aufgaben gern stürzt, dann ist das eben wirklich ein sehr guter Einstieg dafür. Vielleicht nur ganz kurz, du bist ja hast mir erzählt, du bist die einzige Frau in einer Abteilung voller Männer. Genau. Wie ist das für dich? Ehrlich gesagt, also ich merke irgendwie keinen Unterschied. Also ich habe früher eben bei der alten Firma auch eine Kollegin gehabt. Aber also für mich ist das jetzt nichts Besonderes. Ich meine, wenn man sich, glaube ich, mit den Kollegen sehr gut versteht, dann ist, glaube ich, wurscht, ob man jetzt mit Männern oder Frauen zusammenarbeitet. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen speziellen Vorteil oder Nachteil. Also ich werde ganz normal von allen anderen respektiert. Und ich denke mal, wenn man technisches Know-how hat, ist es egal, ob man jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Ja, schön zu hören. Schön. Gut, dann sage ich vielen Dank. Dann haben wir da unseren zweiten Interviewpartner, ist der Philipp. Philipp, erzähl mir, was machst du, was sind deine Aufgaben? Ja, ich bin jetzt mittlerweile schon 14 Jahre bei der Firma Eulf und Kappacher, habe im technischen Support begonnen und bin jetzt Abteilungsleiter, stellvertretend im Bereich Field Service. Was sind meine Aufgaben? Ja, also grundsätzlich die Abteilungsführung, die Mitarbeiterführung zusammen mit meinen Kollegen. Ja. Und was macht jetzt der Field Service? Der Field Service ist das aktive Bindeglied zwischen unserem Kunden vor Ort und zwischen Eurofunk. Ja. Okay, Field heißt das Feld, heißt das vor Ort beim Kunden? Vor Ort Service, genau. Okay. Genau. Ja? Also wir koordinieren, wir machen das Koordinierungsmanagement. Also wir haben die ganzen Servicetechniker, unsere ganzen Standorte verteilt, ja, strategisch. Ja? Und im Ausland. Im Ausland, und in Österreich natürlich auch. Ja? Und wenn unsere Kollegen im technischen Support oder jetzt in der Fachabteilung das Problem nicht lösen können, dann schicken wir unsere Außendiensttechniker vor Ort und versuchen, das Problem dann vor Ort zu beheben. Ja? Natürlich müssen wir dann Wartungen vor Ort machen. Und wenn Hardware-Störungen sind, die kann man natürlich auch nicht über Fernwartung lösen, sondern da muss man direkt die Geräte vor Ort natürlich tauschen. Ja? Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, hat praktisch dann die Handler zum Beispiel, wenn die das nicht mehr lösen können, hat per Fernwartung, genau, dann kommt hier. Dann wird das per Ticket, genau, wird das zu uns eskaliert. Eskaliert heißt was? Ja, eskaliert heißt weitergeleitet. In die nächste Prio-Stufe sozusagen. Und dann versuchen wir eben das davon vorzubeheben. Genau. So, was gehört noch dazu? Ja, Prozessoptimierung, kaufmännische Abrechnung von Serviceeinsätzen, die wir nicht über Wartungsverträge abrechnen können. Ja, das ist so. Das klingt sehr spannend. Jeden Tag geht man in die Arbeit und weiß nicht, was passiert, weil man weiß nicht, was für Störungen auf uns zukommt und was man lösen muss. Ja, das ist sehr interessant. Ja. Okay, ja, fein. Zu deiner Person, du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Bereich und hast ja dann für die Technik Genau, ja, ich komme eigentlich aus einer handwerklichen Unternehmerfamilie. Da hätte ich eigentlich das übernehmen sollen, das Geschäft sozusagen. Und habe dann auch die Lehre dazu gemacht und den zweiten Lehrer gemacht, nein, das taugt mir nicht so. Ich möchte eigentlich was anderes machen. Habe dann aber die Lehre abgeschlossen, weil alles abgeschlossen ist, das hast du. Gell? Okay. Und habe dann mehrere Praktika gemacht
bei Salzburg AG, bei 1 Telekom Austria, bei mehreren EDV-Firmen, okay. Habe gewusst, okay, die IT, das ist meins, das taugt mir. Mhm. Und habe dann eigentlich die Ausbildung zum IT- und Telekommunikationstechniker gemacht. Mhm. Mit Abschluss habe einige Zertifikate, MCB, Microsoft und so weiter alles gemacht. Und ja, habe mich dann mit der Firma Rolfunk beworben, habe ein technisches Support begonnen und ja. Und es taugt man immer. Ja, und jetzt bist du 14 Jahre da. Jetzt bin ich 14 Jahre da und man sieht, das passt. Okay. Das heißt, was würdest du, wenn du raten, wenn er sagt, okay, ich weiß nicht genau, irgendwie interessiert mich Technik, aber jetzt habe ich ganz eine andere Ausbildung schon gemacht. Was würdest du da raten? Also ich würde raten, dass man ganz viel Praktika macht. In verschiedenen Firmen, dass man bei einer schnuppert, auch zu uns zum Beispiel, ja, dass man sich das direkt vor Ort anschaut, vielleicht handwerklich was macht und Learning by Doing und einfach anschauen, ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Am Zettel ist schwierig, okay. Ja. Ja, fein. Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass wir da so einen Einblick uns gewährt worden ist. Also echt spannend. Super. Ja, vielen Dank. Jetzt waren wir ganz in der Praxis drinnen so. Ja. Haben viel über Service gehört, ist einfach ein großer Bereich, weil unser System muss laufen, darum ist der Servicebereich auch so wichtig. Wir haben noch jemanden zugeschalten in der Ferne und da wird es jetzt dann ein bisschen darum gehen, wie schaut das Ganze so ein bisschen theoretischer aus, von der Forschungsseite her. Und da geht es auch ein bisschen um die Zukunft. Also jetzt haben wir gesagt, da haben wir viele Menschen in Ausbildung, welche, die in Berufen schon drinnen stehen. Müssen wir Angst haben, dass unsere Berufe verloren gehen, weil sich die Jobs alle wechseln? Werden wir alle durch Roboter ersetzt? Oder wie sieht da die Zukunftsperspektiven so ein bisschen für uns aus? Ja, hallo. Zuerst einmal und herzlichen Glückwunsch zu der tollen Veranstaltung. Ich finde ganz super, wie das läuft. Also inhaltlich auch ganz, ganz tolle Sachen. Müssen wir Angst haben? Also ich glaube, das Allerwesentlichste ist, dass wir uns von diesen ganzen teilweise wirklich Horrorszenarien, wie wir es tagtäglich in den Medien vermittelt bekommen, wie viele Jobs, wie viele Berufe wegfallen werden, dass wir uns davon nicht zu sehr beeinflussen lassen sollten. Wir haben es eigentlich in den Interviews jetzt schon ganz wunderbar gehört, worauf kommt es an? Dass man offen ist gegenüber neuen Entwicklungen, dass man beobachtet, was braucht und dass man schaut, dass man eine halbwegs gute Grundlage schafft im Sinne einer vernünftigen Bildung und Ausbildung. Also die Johanna hat es meines Erachtens und ihr Kollege wunderbar vermittelt, dass sie eine Ausbildung gemacht haben und sich dann teilweise in ähnliche, aber doch auch ein bisschen andere Bereiche weiterentwickelt haben, indem sie einfach geschaut haben, was braucht es, Learning by Doing am Arbeitsplatz, durch gute Weiterbildungsangebote und sich so permanent weiterentwickelt haben. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Auf Basis einer guten Ausbildung dann immer am Laufenden bleiben und immer beobachten, was tut sich und dann braucht keiner Angst haben vor irgendwelchen Zukunftsszenarien und Zukunftsentwicklungen. Und da können die Roboter ruhig kommen, wir werden mit ihnen gut zusammenarbeiten. Das heißt, man braucht sich auch keine Sorgen machen, wenn auf einmal ein Lehrberuf nicht mehr auf der Liste steht, so wie es jetzt beim IT-Informatiker war, den gibt es jetzt auf einmal nicht mehr, das ist der Anwendungstechniker geworden. Kein Grund zur Sorge. Nein, weil wenn man so ein bisschen die letzten 10, 20 Jahre beobachtet, es ist kaum ein Lehrberuf, der wirklich völlig verschwindet. Es gibt manchmal schon immer wieder mal Beispiele, so im Kleinstberufen, das war dann eher so ins Kunsthandwerkliche, manchmal, dass er dann eher ins Hobby reingeht, die dann aufgehoben werden, weil es halt auch keine betrieblichen Anwendungen mehr gibt. Aber die allermeisten Berufe entwickeln sich einfach laufend weiter. Die allermeisten Ausbildungen entwickeln sich einfach laufend weiter und das ist ganz besonders gut beobachtbar natürlich im IT-Bereich. Durch neue Technologien oder auch im Elektronikbereich, im Kommunikationstechnologiebereich haben wir gehabt, durch neue Technologien, durch neue Anwendungen, aber auch durch neue Formen der Zusammenarbeit, durch Internationalisierung, verändert sich einfach laufend viel und dadurch verändern sich auch die Ausbildungen und die Berufe. Und der springende Punkt ist, wenn ich jetzt eine Ausbildung vor, sagen wir mal, 10 Jahren gemacht habe, meinetwegen auch vor 15 Jahren gemacht habe, dass ich mich einfach ein bisschen damit beschäftige, wie schaut das heute aus? Was wird da heute gefordert? Bin ich da am Laufenden? Was braucht es, damit ich wieder am Laufenden bin, wenn ich zum Beispiel jetzt vielleicht einmal 5 Jahre nicht in dem Beruf gearbeitet habe und sich anschauen, wie komme ich da wieder hin? Kann mich der Betrieb durch interne Angebote da was anbieten? Gibt es auch externe Weiterbildungen, wie ich da wieder aufs Laufende komme? Aber völlig verschwinden tut kaum was und Ausbildung hat ja eigentlich grundlegend einmal den Zweck, die Grundlagen gut zu schaffen. Und wenn die wirklich super sitzen,
Wenn ich einmal die Elektronik verstanden habe, wenn ich einmal verstanden habe, was heißt IT in den Grundlagen, dann ist eigentlich fast egal, was da noch nachkommt. Da kann ich mich relativ gut und hoffentlich auch relativ schnell neu spezialisieren und weiterentwickeln. Also das wäre so dieses Schlagwort Employability statt Jobsicherheit. Das muss man vielleicht ein bisschen übersetzen. Also die Beschäftigungsfähigkeit ist wichtiger, als dass ich jetzt im Moment einen sicheren Arbeitsplatz habe. Bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch, weil was sicherlich in einer Arbeitswelt der Zukunft sein wird, dass wir uns immer wieder neu orientieren müssen, immer wieder neu anpassen, unter Umständen vielleicht auch tatsächlich öfter den Job wechseln als in der Vergangenheit. Und je besser anpassbar wir da in Zukunft sind, das kann auch ein interner Jobwechsel sein, das muss gar nicht ein anderes Unternehmen sein, je besser wir hier anpassbar sind durch sehr, sehr gute Grundlagen, und das ist für mich einfach das zentrale Thema, diese Grundlagen, desto leichter wird und werden uns diese Anpassungen auch fallen. Mhm. Ja, darum gehen wir ja auch den Weg in der Doppellehre, da ist man relativ breit aufgestellt. Mit den Bezeichnungen der Lehrberufe hadere ich ja manchmal ein wenig. Also wenn ich jetzt da an unsere Doppellehrerin denke, die Anna, wenn die jetzt dann zu Weihnachten nach Hause geht und die Oma fragt, ja, was lernst du jetzt für einen Lehrberuf? Und sie sagt, ja, ich mache eine Doppellehre. Ich bin Informationstechnologin, Schwerpunktsmodul Technik, kombiniert mit Elektronik für Informations- und Telekommunikationstechnik. Wird die Oma am ersten vielleicht nicht gleich ganz wissen, um was es geht? Vermute ich jetzt einfach einmal. Will ich deiner Oma nichts unterstellen, aber ich glaube, da ist manchmal nicht so einfach nachzuvollziehen. Woher kommt denn das? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gründen. Ein Grund ist einfach auch der, dass sich Arbeitswelt und Technologie weiterentwickelt. Das heißt, gerade wenn wir es eben mit dem IT-Bereich hernehmen, bis ich glaube 2004 hat der Beruf EDV-Techniker geheißen, der im technischen Bereich. Von EDV spricht heute kein Mensch mehr. Also EDV war Jahrzehnte ein ganz gängiger Begriff, heute verwendet es keiner mehr. Das heißt, man muss ja auch in den Bezeichnungen schauen, dass man an aktuellen Begriffen dran ist, damit das Ganze auch durchaus attraktiv klingt. Und wenn man jetzt ein Beispiel hernimmt, die neuen Applikationsentwicklung Coding, der Informatiker ersetzt in der Lehrausbildung, dann ist das halt auch ein Versuch, durch das Coding das interessant, spannend klingen zu lassen für Jugendliche. Auch Informatik ist ja bis zu einem gewissen Grad schon ein etwas verstaubter Begriff. Coding, das klingt neu, das klingt jung, das klingt interessant, das könnte für Jugendliche attraktiv sein. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht das ist, was man sofort versteht. Und wenn es die Oma ist, dann werde ich wahrscheinlich ohnehin am leichtesten mich tun, indem ich ihr zeige, was ich mache, indem ich ihr vielleicht sogar ein Ergebnis, ein Produkt, das durch meine Hände gegangen ist, zeigen kann, damit es verständlich wird. Gilt im Übrigen, glaube ich, für die gesamte Berufsorientierung, also auch für Jugendliche, zeigen, was kommt denn raus bei dem, was ich hier tue. Ein anderer Grund ist sicherlich auch der, dass Arbeitswelt immer internationaler wird. Ganz viele Unternehmen, große Unternehmen, haben irgendwo ihre Wurzeln im angloamerikanischen Bereich, also in Großbritannien, in Amerika. Dadurch kommen sehr viele Anglizismen auch in die Arbeitswelt und in die Berufswelt hinein, weil gerade diese Unternehmen natürlich auch versuchen, ihre Bezeichnungen weltweit halbwegs einheitlich zu verwenden. Und weil es halt bis zu einem gewissen Grad auch wieder interessanter klingt, als wie eine traditionelle Bezeichnung aus dem deutschen Sprachraum. Wenn das irgendwas Englisches ist, klingt das oft gleich einmal noch ein bisschen mehr. Also die praktische Anwendung, wenn ich jetzt an unsere Programmierer denke, mit der Oma einfach zu Weihnachten zocken, das Computerprogramm selber schreiben und da einfach mal zeigen, das habe ich programmiert, wäre mal ein neuer Ansatz, Weihnachten zu verbringen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir haben, glaube ich, online auch noch die ein oder andere Frage, da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Was hätten wir denn da Schönes? Müssen wir da auf unseren Monitor mal schauen. Freut uns, dass sich da auch die Frauen ein bisschen angesprochen gefühlt haben. Gibt es auch für Erwachsene die Möglichkeit, bei Kappacher eine technische Lehre zu machen, zum Beispiel über das FIT-Programm Frauen in Handwerk und Technik? Ja, also ich schaue da, du bist da, ich will dir nicht vorgreifen, du nickst. Also es ist durchaus möglich, es muss einfach stimmig im Gesamten sein. Meine Empfehlung dazu wäre, sich vorher einfach auch zu informieren, wie du es schon gesagt hast, einfach mal schnuppern, sich genauer mit dem Berufsbild auseinanderzusetzen, dass man weiß, wie sieht dann auch der Alltag aus. Also man hat ja oft da relativ
vage Vorstellungen von den Berufsbezeichnungen her, da einfach mal reinschauen. Gibt es ja auch Online-Videos und so weiter, wo man dann schauen kann, was macht man da im Alltag? Ist das wirklich das Passende? Und dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man bei uns auch sich da ganz normal bewirbt und dann schauen wir, wo wir da eine passende Stelle finden. Haben wir gut. Sonst noch Fragen aus dem Online-Portal? Glaube ich, soweit haben wir die meisten Dinge, glaube ich, beantwortet. Oder welchen Tipps an Eltern können Sie bezüglich Berufsorientierung geben? Schnuppern, schnuppern, schnuppern. Nicht nur bei uns, also das, auch wenn man die Traumfirma schon vor Augen hat, müssen jetzt nicht wir sein, kann natürlich auch eine andere Firma sein, sich einfach anschauen. Also wirklich alles nützen. Es gibt diesen Girls Day zum Beispiel immer im Frühling, wo man als Mädchen in technische Berufe schnuppern kann. Es gibt einen Boys Day, wenn man jetzt in soziale Berufe schnuppern will. Jede Gelegenheit nützen, da Praxis zu sammeln. Und das wäre auch mein Wunsch an die Eltern, dass man da sagt, schau dir mal 2, 3 ganz verschiedene Firmen an. Schau mal über den Tellerrand hinaus und bei den Eltern einfach schauen auf die Hobbys. Also wenn jemand Lego-Technik liebt und da programmiert schon und mit den Mindstorms spielt, ja, dann ist technischer Beruf wahrscheinlich nicht so verkehrt. Also da ruhig auch mal schauen, wo sind die Hobbys, die Interessen, weil so wie du es schon gesagt hast, Patricia, man muss einfach einen Spaß haben. Also man verbringt sehr viel Zeit in der Arbeit und dann sollte wenigstens Spaß machen, das, was man tut. Und drum so ein bisschen einfach drauf schauen, wo liegen die Hobbys, wo liegen die Interessen und da bei den Eltern einfach ein bisschen unterstützen, bei den Firmen einfach anfragen. Die meisten Firmen bieten die Möglichkeit zu schnuppern. Es gibt den Talente-Check in Salzburg draußen. Unbedingt hingehen, sich die Ergebnisse auch geben lassen, wirklich das durchbesprechen. Da habe ich schon mal eine Orientierung, wo die Reise hingehen könnte. Dieser eine Test wird jetzt nicht alle Fragen beantworten, aber ich kann schon mal sagen, wo möchte ich mich ungefähr hinentwickeln und dann mal schauen, was gibt es für Lehrberufe. Da gibt es ganz viele Seiten im Internet. Es gibt die MINT-Seite jetzt für die technischen Berufe, wo man sich wirklich schon gut informieren kann und dann in der Praxis reinschnuppern oder Verwandte fragen, wenn man einen Onkel hat, der Programmierer ist, den einfach mal fragen, wie schaut dein Alltag aus? Oder kann ich mal schnuppern kommen? Also da wirklich schauen, dass man da in die Praxis hineingeht und nicht irgendwelche Broschüren liest und auch bitte nicht das machen, was jetzt einfach der beste Freund oder die beste Freundin macht, sondern einfach schauen, was sind die eigenen Interessen, damit man da wirklich den Beruf dann erlernt, der passt und was dein Beispiel auch zeigt. Und wenn man sich falsch entschieden hat, ist das auch okay. Man darf umsatteln, man darf eine neue Ausbildung machen, weil, also wenn du jetzt nach der Lehre gesagt hast, jetzt habe ich es halt blöderweise 2 Jahre schon gemacht, jetzt bleibe ich dabei, dann wärst du jetzt immer noch im gleichen Beruf und vielleicht unglücklich. Und so muss man halt mal sagen, okay, die 2 Jahre waren unter Anführungszeichen umsonst. Ich orientiere mich neu und dafür habe ich aber wirklich dann auf einer langen Perspektive das, was wirklich Spaß macht. Und vielleicht als Bildungsberaterin darf ich natürlich ergänzen, man kann auch die Einrichtungen der Partnerinnen des Netzwerks Bildungsberatung Salzburg gerne in Anspruch nehmen. Ist alles kostenlos, vertraulich und persönlich. Gut. Ja, wir sind am Ende. Fast schon. Okay. Ja, also. Ja, ich kriege gerade das Zeichen, es tut mir leid, das ist das erste Mal. Also wir haben gerade das Zeichen bekommen, dass wir praktisch auch erzählen sollen, diese ganze wird aufgezeichnet, es ist dann online über Facebook zu sehen, online YouTube. Auf YouTube zu sehen. Gibt es einen Kanal. Und auf dem YouTube-Netzwerk Bildungsberatung Salzburg ist es auch zu sehen. Gut, und dann darf ich vielleicht das Schlusswort nehmen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Beteiligten. Also es ist eine großartige Veranstaltung. Marcel, vielen herzlichen Dank, dass wir da diesen Einblick bekommen haben. Auch Patricia Huber, vielen Dank, dass da vor allem auch die Lehrlinge so begleitet worden sind durch dich. Den Lehrlingen Anna und Mario einen Einblick. Ja, ganz spannend, denke ich mal, auch für die Schüler gewesen und auch für uns. Dann Johanna und Philipp, vielen Dank, dass ihr da erzählt habt, was so euer Ablauf ist. Also sehr, sehr spannender Aufgabenbereich. Und natürlich noch allen Mitwirkenden, auch natürlich an die Silvia, die was das auch ermöglicht hat, Katrin Reiter, Koordination, die Carmen natürlich bei mit. Dann die Silvia Bayer, David Rötler
und die Petra. Also ich danke herzlich. Also ich habe das jetzt einfach übernommen, weil ich jetzt da vor der Kamera sitze. Gut. Ja, natürlich Wolfgang Blim, danke. Und einen herzlichen Dank auch an die Klasse. Mr. Raphael, vielen Dank an die zwei Klassen, an die Teilnehmer, auch an die Direktorinnen, an die Professorinnen. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle erwähnt. Gut. Danke auch von unserer Seite. Wir verabschieden uns, glaube ich, mit einem gemeinsamen Tschüss. Tschüss.